Hallo und willkommen. Gut, was ist das? Das ist, sagen wir mal so, ein Teil des FAQs. Ihr könnt mir immer noch jetzt Fragen stellen, weil das eigentliche FAQ kommt später. Und das ist jetzt der Teil, ich habe bei Facebook, ja, ich habe Facebook, wer jetzt gedacht, gefragt oder gesagt, ich könnte mal ein FAQ machen, habt ihr Fragen, bla sitzt. Und Jens, ich erwähne dich jetzt nur so, Jens, du weißt schon, wie ich mich meine. Du kannst auch gerne runterschreiben, ja, ich bin gemeint, dann wissen die anderen auch, du bist gemeint. Aber auf jeden Fall sprich dich an, fühl dich angesprochen, verdammt. Und du hast gefragt, wieso sammelst du eigentlich Transformer Power Ranger? Ich dachte, das ist so eine gute Frage, da haue ich ein eigenes Video raus. Gut, eigentlich könnte ich es im einen Satz sagen. Aus dem Grund, weil alle anderen es genauso tun und Blasels, also heißt, ich fand's cool. Nein. Klar, war ich damals auch ein Kind, so wie viele tausend andere, und habe die Serien gesehen. Sowohl Power Ranger als auch Transformer. Und so wie viele, die es bis heute begeistern, bin ich halt auch bis heute begeistert und fand es einfach damals genial. Wobei ich das ein bisschen auseinandernehmen muss. Transformer hatte ich vorher schon eine Begegnung, bevor ich die Serie, sagen wir mal, bewusst kennengelernt habe. Ich weiß nicht, wenn ich die Story schon mal erzählt habe. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall im zarten Alter von Knips, keine Ahnung. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ist so lange her. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich da das Seepferdchen gemacht habe. Also, was ist man da? 10? Irgendwas da drunter? Fragt mich nicht. Auf jeden Fall habe ich das Seepferdchen gemacht und es auch bestanden und von meiner Oma einen Transformer geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, wenn ich ihn vorgestellt habe. Auf jeden Fall habe ich ihn noch. Ich habe diesen allerersten Transformer, habe ich noch. Es ist auf jeden Fall ein Decepticon und es ist einer von diesen Teams, die man halt kombinieren kann. Ja, ein Kombi-Niner, wird man heute dazu sagen. Ja, diese blöde Krake, ich komme nicht drauf. Ich habe mich nicht vorbereitet in der Hinsicht. Auf jeden Fall war das mein erster Transformer. Dann kam die Serie und ich war natürlich total begeistert von den Transformern und von Optimus Prime. Hab, so wie wahrscheinlich einige, den Power Master Prime gekauft und mich gewundert, warum er in der Serie nicht sich so verwandelt. Bis ich es dann auch später mitbekommen habe. Ah ja, doch. Man war klein und doof, war schon so ein bisschen. Ja, das ist eigentlich so der Grund, warum ich es sammle. Das ist irgendwie die Begeisterung, die mich bis heute aber irgendwie fasziniert. Und was man merkt, ich sammle, ja, teilweise ist ziemlich groß und gefächert und eigentlich auch ziemlich komplett. Denkt ihr? Eigentlich nicht. Ich separiere schon zum Beispiel. Wem es aufgefallen ist, habe ich zum Beispiel absolut keine einzige Figur bis jetzt von Power Ranger Samurai. Von den Swords. Ja, warum? Gefällt mir nicht. Punkt. Ist einfach irgendwie echt. Wenn es mir nicht gefällt, kaufe ich es nicht. Genauso ist es bei den Transformern. Klar gibt es einige Transformer, wo ich echt sage, oh mein Gott, wie konntet ihr nur? Und das ist, was mich eigentlich bis heute begeistert. Die Serie, muss ich zugeben, schaue ich unregelmäßig mittlerweile. Ich habe es eigentlich aufgegeben, mehr oder weniger dran zu bleiben bei den Serien. Weil, sind wir mal ehrlich, manchmal fallen die Serien irgendwo hinten drunter. Sowohl als auch Transformer und Power Ranger. Wobei Transformer, muss ich zugeben, bis jetzt eigentlich immer kontinuierlich ziemlich ihr Niveau halten konnten im Gegensatz zu den Rangers. Wofür die Rangers nicht können. Zum Beispiel, was sammle ich nicht von Rangers? Das gleiche ähnlich, was ich bei Transformer auch nicht sammle. Diesen ganzen Random Stuff. Bei den Rangers ist es halt die Ranger an sich. Ich mag wirklich nur die Zords, die Megazords. Weil da kommt noch ein großes Feld zu. Ich mag Roboter allgemein. Ich bin ein totaler Roboter-Fan eigentlich. Aber es ist schwer, an bestimmte Roboter, die mir noch gefallen, ranzukommen. Daher habe ich nicht allzu viele Roboter, die ich jetzt euch immer vorstellen könnte. Aber ich habe einige. Glaube ich auch schon vorgestellt, auch noch nicht alle. Also ich mag auch Roboter an sich. Darum mag ich auch halt alles, was sich verwandelt. Ich finde die Verwandlung an sich eigentlich echt genial und es macht total Spaß zu sehen, in was die sich verwandeln.
auch die Ideen, die dahinter stecken. Ich bin dann bis heute begeistert. Es gibt wirklich Sachen, wo ich dann echt begeistert bin und mir das schneller und eher kaufe als andere Sachen. Zum Beispiel mag ich ausgefallene Fahrzeugmodi bzw. ausgefallene Verwandlung oder eben verwandelnde Roboter bzw. Transformer oder Megazord-Kombis. Oder ja, Kombis mag ich auch allgemein. Was zählt zum Beispiel zu einem, was ist jetzt zum Beispiel ein Transformer, wo ich jetzt sage, okay, finde ich genial. Das sind meist Sachen, die wirklich ein bisschen irgendwo nicht 0815 vielleicht sind, weil ich kann ehrlich gesagt langsam aber sicher keine normalen Autos mehr sehen. Darum fallen bei mir Autos und Bumblebees vor allem irgendwann mal hinten runter. So, oh. Ja, einmal ist gut, zweimal ist auch okay. Ja, es ist immer anders, aber irgendwo ist es doch monoton. Ihr versteht, was ich sagen will? Gut. Zum Beispiel bei Prime muss ich zugeben, mir gefallen die Figuren momentan wieder. Also in den Robotermodus, weil sie verdammt echt anders aussehen. Schlank und haben was. Sieht schon echt geil aus. Da habe ich zum Beispiel, heißt sie jetzt Arachne? Ich habe keine Ahnung. Diesen Hubschrauber. Wie gesagt, Serie habe ich keine Ahnung, wie sie in der Serie rüberkommt und ist mir auch eigentlich vollkommen. Ich habe das Ding im Laden gesehen und dachte mir, geil, ein Hubschrauber sieht ja genial aus. Ja, so ist das meist. Dann gucke ich noch drauf, oh, verwandelt sich ja in einen genial aussehenden Bot und auch noch weiblich. Hurra! Was will man mehr? Und auch AC Prime Dings hat gleich den Weg zu mir gefunden, weil wieder Motorrad, ich mag Motorräder und ich mag auch eben AC mal nach vernünftigen Form. Und ihr wisst alle, was ich meine. Ihr dürft gerne den Finger heben, wenn nicht, dann erkläre ich das gerne euch mal privat. Nein, ernsthaft. Was gibt es denn noch? Ja, wie gesagt, die Begeisterung ist bis heute. Naja, werde ich ewig Transformer und Power Rangers sammeln? Wer weiß es? Ich glaube nicht. Weil irgendwann ist auch mal Platzmangel. Und dann werde ich auch ausmisten, aber das werde ich jetzt nicht über YouTube machen. Da braucht ihr mich auch nicht anzuschreiben und zu fragen. Ich verschenke nichts, verkaufe nichts und ja, habe nichts zu verschenken, Freunde. Das ist so die wichtigste Sache, die ihr euch mal merken könnt. Weil ich muss dafür arbeiten gehen. Jeden Tag. Hart. Glaubt mir. Nein, ich habe nichts zu verschenken. Wenn es so wäre, würde ich es meiner Familie geben und nicht Leuten, die ich nicht kenne. Also seid mir da nicht böse. Ja, wie gesagt, ich bin bis heute begeistert und hoffe auch, dass es weiterhin bleibt. Wie gesagt, es hängt ja nicht von mir ab. Es hängt immer von den Sachen ab, von den Entwicklern. Was kommt da für eine Figur? Ich bin immer die. Mich interessiert die Figur an sich, also das Toy, das Spielzeug. Mich interessiert jetzt weniger, wenn es jetzt im Film oder in der Serie, weiß ich nicht, Badass oder weiß ich was war. So ist es wie im letzten Transformer-Film mir total schnuppe, dass, na, wie heißt die Feuerwehr? Ich habe seinen Namen vergessen. Naja, ihr wisst schon, wem ich meine. So tut das aber eigentlich gut ist und doch böse und viele mögen ihn dadurch nicht und haben sie sich die Figur nicht gekauft, weil er ist böse und gut und keine Ahnung, finde ich unwichtig. Mir gefällt die Figur an sich, ich mag die Figur und seinen Charakter. Ich spiele mit seinem Charakter ja nicht, der ist irgendwo im Film verankert und da bleibt er auch für immer. Gut. Gut, ich hoffe, das war genug Antwort. Wie gesagt, stellt weiter eure Fragen. Das kommt alles noch im FAQ irgendwann. Das ist ja so abgekoppelt vom FAQ so ein bisschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, was auch immer, Ideen, Wünsche, Vorschläge etc. Außer eben schenkt mir und gib mir. Die zwei Worte braucht ihr bei mir nicht anzuwenden. Ich habe nichts zu verschenken. Könnt ihr aber sonst immer gerne zu mir kommen. Ich versuche echt euch zu Fragen zu beantworten. Ich werde auch meinen Facebook-Account nochmal posten. Also ihr könnt mir auch auf Facebook gerne auf den Sack gehen. Also in dem Sinne sage ich Tschüss und bis dann.